Ja, hallo zusammen. Ich möchte euch nochmal ganz kurz etwas zu der Facebook-Funktion mit der Spieleranzeige zeigen. Facebook hat ja diese kleine Information eingebaut, rechts dieses Fenster, was ihr hier seht, wo aufgelistet wird, wer gerade was spielt. Die einen mögen es, die anderen wiederum nicht. Für die Leute, die es nicht mögen, möchte ich jetzt einfach mal kurz zeigen, wie ihr diese Meldungen zumindest minimieren könnt. Gibt eine Möglichkeit, wie ihr eure eigene Anzeige entfernen könnt, dass ihr nicht mehr angezeigt werdet, was ihr gerade spielt. Es ist ja eigentlich auch Schwachsinn, dass einem gezeigt wird, was ich selber gerade spiele, weil das weiß ich ja eigentlich, ne? Kleiner netter Nebeneffekt ist, dass auch gleichzeitig bei euren Nachbarn dies nicht mehr angezeigt wird. Ich zeige euch das kurz. Wenn dieser Eintrag hier kommt, ne, was ihr gerade spielt, dann habt ihr rechts, wenn ihr da mit der Maus drauf geht, so ein kleines X. Und wenn ihr da drauf geht, dann steht da Entfernen. Da könnt ihr draufklicken. Dann öffnet sich dieses Menü. Da habt ihr dann diesen Beitrag entfernen. Dann nehmt ihr das einfach nur aus der Liste raus. Okay, bringt jetzt erstmal nichts, weil beim nächsten Mal wird es ja wieder aufgelistet wird. Dann haben wir Meldungen mit spielt gerade City will nicht veröffentlichen. Das gibt es auch für alle anderen Spieler. Wenn ihr ein anderes Spiel spielt, Empires and Allies oder irgendwas anderes, dann steht da natürlich Meldungen mit spielt gerade Empires and Allies nicht veröffentlichen. Ja, also es ist immer jeweils auf die Anwendung bezogen, die dort gerade gelistet wird. Wenn ihr jetzt dort draufklickt, das machen wir jetzt einmal, dann werden auch eure Nachrichten nicht mehr gezeigt. Diese ist jetzt verschwunden und es wird auch in Zukunft nicht mehr gelistet werden, wenn ihr Cityville spielt. Zum einen in eurer eigenen Liste und auch in der eures Nachbarn werdet ihr nicht mehr gelistet, wenn ihr Cityville startet. Das heißt, wenn alle eure Nachbarn dies entfernen, habt ihr eine reelle Chance, dass ihr keine Anzeige mehr bekommt. Dafür müssen natürlich aber auch alle dies machen. Na, aber ihr könnt eure Nachbarn ja zumindest darüber informieren, dass das funktioniert, dass ihr so dann halt diese Auflistung nicht mehr habt und vielleicht sind eure Nachbarn so nett und ja, unterstützen euch da ein bisschen, dass ihr dann nicht mehr mit irgendwelchen Meldungen zugespammt werdet, die ihr gar nicht sehen wollt. Für die, die es angezeigt haben möchten, die lassen es natürlich, ne? Und für die, die es weghaben wollen, habe ich es jetzt gerade kurz erklärt. Mehr kann man da leider nicht machen, das ist die einzigste Möglichkeit. Das heißt, das ist auch wieder ein Zusammenspiel der Nachbarn, was da erforderlich ist, ne? Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Danke fürs Zuschauen. Schaut euch uns auch unsere anderen Videos an und besucht uns vielleicht auf Facebook und dann bis zum nächsten Mal im nächsten Video.